Ein herzliches Hallo mal wieder von Markus Ratz von der CTRS AG zum lustigen Video, zum technischen Thema. Heute gibt es mal wieder einen ganz normalen technischen Tipp, den man bei Power BI benutzen kann oder bei Microsoft Fabric benutzen kann, nämlich wie man Plan- und Ist-Vergleiche richtig modelliert. Und das ist schon das dritte Video von mir zu dem Thema, wie man Plan- und Ist-Werte richtig miteinander vergleicht. Und das ist jetzt keine Voraussetzung, aber man könnte sich natürlich die beiden hier nochmal angucken, damit man noch tiefer im Thema drin ist. Aber ich erkläre einfach mal im Power BI Desktop in der Berichtsansicht, worum es geht. Es geht nämlich genau darum. Ich habe hier echte Umsatzwerte, wie in dem Fall meine Modellflugzeuge verkauft werden. Ich nehme wieder die Beispieldaten von der Firma Trudelflug und daneben habe ich eben Plandaten, die ich vergleichen will, wo ich so eine hübsche Grafik haben will, wie hier unten eigentlich das Einfachste auf der Welt und das Ganze dann auch noch natürlich dynamisch über mehrere Jahre und so weiter. Was dabei das Problem ist, erkläre ich am besten mal mit einem Blick auf die Tabellenansicht. Das hier ist unsere Planungstabelle und da sieht man schon, geplant wird natürlich auf der Ebene des Jahres. Es gibt einen Wert für den Jahr, für das Jahr und einen Wert für die Produktkategorie, jeweils immer eine Zahl. Logischerweise, weil niemand Lust hat, auf der Ebene des einzelnen Produkts und auf den einzelnen Tag zu planen. Also wir haben immer Plandaten und Istdaten in einer anderen Granularität. Klar, dann wenn wir uns mal die Ist-Faktendaten ansehen, dann geht es dann natürlich um ein einzelnes Datum und um ein einzelnes Produkt, natürlich nur durch eine ID dargestellt. Okay, und wie löst man das jetzt? Natürlich über Beziehungen, wie so vieles im Leben löst man das über Beziehungen. Eine mögliche Lösung habe ich hier an der Stelle, und zwar zwischen der Datumstabelle und der Plantabelle. Es gibt ja in beiden ein Jahr, logischerweise. Es gibt eine Datumstabelle, die eine Liste aller Datumswerte hat und da ist natürlich auch eine Jahresspalte drin und genauso in der Plantabelle. Und dazwischen habe ich einfach eine Beziehung gemacht. Ich gehe mal auf die Details und dann sieht man die ganze schmutzige Wahrheit, nämlich es handelt sich um eine M zu N-Beziehung. Und wenn ich sowas mache, das hört sich schon schief an, finde ich, dann kriege ich hier sogar noch eine Warnung darüber, dass ich die doch bitte nicht benutzen soll. Und nachdem ich das mal in einem Video vorgestellt habe, bekam ich sogar gesagt, das sei ja eine gruselige Lösung. Ja, ich gebe zu, das ist gruselig, aber es funktioniert halt. Und es muss eben sein, wenn ich auf beiden Seiten doppelte Werte habe. Natürlich habe ich in der Plantabelle, kommt mal ein Jahr mehrfach vor und natürlich habe ich in der Datumstabelle logischerweise ein Jahr vielfach wiederholt. Und deswegen muss ich M zu N machen und damit überhaupt noch was funktioniert, muss ich die Kreuzfilterrichtung hier auf einzeln stellen, sodass Datum, Fakt, Plan eben dann filtern kann. Also schmutzig, aber funktioniert und die Schwierigkeiten kommen meistens erst dann, wenn man zum Beispiel Sicherheit auf Zeilenebene macht oder wenn man DAX-Statements schreibt, die diese Beziehung benutzen. Ich habe es aber der Einfachheit halber und um es besser zeigen zu können, mal hier drin gelassen. Ich will es aber auch besser machen. Besser machen möchte ich die Beziehung zwischen Plandaten und Produkt. Es gibt jetzt auch ein Produkt, ja eine Produktkategorie und hier gibt es eine. Also ich könnte einfach ganz schmutzig hier auch so eine M-zu-N-Beziehung machen. Nein, diesmal nicht. Die richtige Beziehung, wenn man sie baut, müsste ja zur Produkt-ID gehen, weil das Schlüsselfeld ist. Aber ich habe nun mal nicht geplant auf der Ebene der Produkt-ID. Also habe ich mir einen Trick ausgedacht mit DAX. Und auf dieses Statement hier bin ich relativ stolz. Das ist eine berechnete Spalte und was die macht, das zeige ich am besten einfach hier in der Tabellenansicht. Ich lasse mir nämlich, wenn ich jetzt mal in die Plandaten schaue, lasse ich mir für jede Produktkategorie einfach die kleinste dazugehörige Produkt-ID ausrechnen. Man könnte auch die größte nehmen, ist völlig egal, aber ich hole mir die Produkt-ID von einem Produkt, was in der Kategorie ist. Zum Beispiel das Produkt mit der ID 1 ist offensichtlich in der Kategorie Gleiter drin und 1 ist die kleinste ID dabei. Das heißt, ich habe hier eine berechnete Produkt-ID und die könnte ich doch direkt mit der Produkttabelle verbinden. Wäre das nicht super? Ich probiere es einfach mal aus. Ist ja nicht so schwierig. Hier habe ich meine minimale Produkt-ID und die verbinde ich jetzt einfach mit der Produkt-ID hier. Und das sieht doch schon mal gut aus. Halt, das ist jetzt keine viele zu eins. Ja, doch, genau perfekt. So hätte ich gerne diese Beziehung. Wunderbar. Oh, und dann bekommt man aber eine Ringabhängigkeit, eine Circular Dependency. Und er sagt, nee, mein Lieber, so kannst du die Beziehung nicht herstellen. Tja, der merkt einfach, dass ich natürlich hier in meiner vermeintlich genialen Berechnung mich natürlich auf die Tabelle DimProduct beziehe oder DimProdukt und dass dann mit der Beziehung ja logischerweise eine Ringabhängigkeit erzeugt wird.
Wie kann man das jetzt lösen, ohne irgendwas am Datenimport zu ändern? Dazu habe ich eine ganz nette Lösung, wie in jeder guten Kochshow schon mal vorbereitet. Der Trick ist, dass ich eine Brückentabelle brauche zwischen meinen Plandaten und den Produktdaten direkt verbinden. Haben wir gerade eben gesehen. Konnte ich sie nicht, also brauche ich dazwischen eine Brückentabelle. Wie soll die aussehen? Klar, in der Tabellensicht wird das klar. Hier sieht man, die enthält jede Produktkategorie einmal und dann immer die kleinste Produkt-ID dazu. Und wie man das berechnet, das kann man hier in diesem kleinen Summarize-Befehl sehr schön sehen. Diese Tabelle muss ich also überhaupt nicht bauen, sondern sie ist berechnet. Die wird quasi bei jedem Mal aktualisieren automatisch neu berechnet. Und mit so einer künstlichen Brückentabelle kann man dann eben diese M-zu-N-Beziehung, die es ja wäre zwischen Produkt und Plan, die kann ich einfach auflösen durch zwei ganz vernünftige Beziehungen. Zum einen die hier, logischerweise diese minimale Produkt-ID, die geht hier rüber zum Plan. Und auf der anderen Seite kann ich die Produkt-ID auch hier mit der Produkttabelle verbinden. So rum funktioniert es. Einzige Einschränkung, bitte darauf achten, das geht nur dann, wenn man hier die Kreuzfilterrichtung in beide Richtungen erlaubt. Und auch hier muss ich zugeben, ja, hier bekommt die Lösung etwas extra Komplexität. Ist zwar leicht zu machen, aber wie gesagt, bei DAX-Berechnungen, die darauf basieren, oder eben bei Sicherheit auf Zeilenebene könnte das noch ein bisschen schwieriger werden. Aber so funktioniert es dann eigentlich ganz prima und es irritiert auch meine Nutzer nicht, denn wie man hier sieht, habe ich diese Tabelle ausgeblendet. Die sieht er also nicht. Nur die Beziehungen helfen ihm, wenn er eben Analysen macht, und funktionieren tut es eben wirklich voll und ganz. Hier sieht man Umsatzzahlen, Planzahlen, die jeweils immer unterschiedlich sind, sehr schön nebeneinander dargestellt werden können und auch über die Jahre hinweg beide dynamisch funktionieren. Das wäre also die dritte Lösung des guten alten Problems, über das ich jetzt schon ein Video gemacht habe. Wie gut euch die Lösung gefällt, könnt ihr mir ja gerne in den Kommentaren mitteilen. Aber ohne ein kleines Fazit von mir kommt ihr aus diesem Modell nicht raus. Ihr merkt also, Modellierung ist super wichtig, egal ob Power BI oder Fabric. Da muss man einfach die grauen Zellen anwerfen. Eine KI dafür gibt es noch nicht. Das Grundproblem ist, glaube ich, klar. Es trifft vor allem eben bei Ist- und Plandaten auf, weil die in unterschiedlichen Ebenen vorliegen und nicht so einfach miteinander verbunden werden können. Klar kann man darüber dazwischen Beziehungen herstellen, und wir haben heute allein zwei Varianten gesehen, wie man das machen kann, damit es eben trotzdem funktioniert. Und diese Möglichkeiten haben Vor- und Nachteile. Das hängt vor allem daran, welche Skills man hat, was man nun benutzen kann. Ob man zum Beispiel, so wie ich jetzt heute, mit DAX arbeite, ist man eher ein SQL-Ritter, dann muss man gucken, dass man in der Datenquelle mit SQL einiges machen kann. Kann man M, also Power Query, das ist ja eigentlich die Skriptsprache M, dann kann man das Ganze im Power Query machen. Und je nachdem sollte man einfach auch danach entscheiden, ob der Report-Bauer, der also nachher den Report benutzt, damit möglichst wenig Schwierigkeiten hat. Deswegen habe ich ja auch ein paar Tabellen ausgeblendet, damit er meine vielleicht komplizierte Modellierung überhaupt nicht sieht. Natürlich gibt es Performance-Auswirkungen, ist ja vollkommen klar. Manches wird in Memory gemacht, anderes wird auf der Platte gemacht und so weiter. Und das sollte man sich mal bei größeren Datenmengen auf jeden Fall angucken. Aber Leute, macht euch keinen Kopf. Ihr müsst nicht erst große Fachbücher lesen und pauken, um vielleicht das richtige Modell in Power BI herzustellen. Grundsätzlich gilt, wer einfach die korrekten Zahlen liefert, der hat recht. Und in diesem Sinne, munter losprobiert mit der Modellierung, und danke fürs Zuhören.